Hallo YouTube und herzlich willkommen zu den Top 10 Download Charts der 38. Kalenderwoche. Schauen wir uns an, wie die Neueinstiege platziert sind. Da haben wir Real VR Fishing zum Beispiel, Drunken Bar Fight, Half in Half und ja, auch noch ein paar kostenlose Apps, die rausgekommen sind. Gucken wir mal an, wie die Charts aussehen und wo sich diese Apps platzieren konnten. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei den aktuellen Download Charts auf der Oculus Quest und bis gleich. Platz 10. Gun Club VR. In Gun Club VR seid ihr in einer virtuellen Rifle Range. Die Waffen sind ansprechend gestaltet und sehen wirklich gut aus. Das Spiel zeichnet sich dadurch aus, dass die Waffeneigenschaften der Realität sehr nah sind. Platz 9. Space Pirate Trainer. Space Pirate Trainer ist wohl der ultimative Arcade-Wave-Shooter der ersten Stunde von der virtuellen Realität. Auf der Quest geben die Entwickler an, derzeit mit größeren Playspaces zu experimentieren, die möglicherweise vom Inside-Tracking-System genutzt werden können. Platz 8. Job Simulator. Das Spiel bietet verschiedene spielerische Rollen, darunter Automechaniker, Büroangestellter, Küchenchef und ein Ladenangestellter. Taucht ein in die VR-Arbeitswelt in einer Zeit, zu der die wenigsten Menschen noch selbst arbeiten, weil Maschinen alles für sie tun. Platz 7. Drop Dead Doodle Strike Edition. Drop Dead ist ein Zombie-VR-Shooter. Das Spiel wurde entwickelt für die Gear VR und musste sich damit mit schwerwiegenden Einschränkungen abfinden. Für die Oculus Quest wurden nun Anpassungen vorgenommen, die unter anderem die Dual-Touch-Controller voll ausnutzen und man gleichzeitig beispielsweise eine Axt und eine Waffe halten kann. Platz 6. Elven Assassin. Werde ein Assassin. Nimm deinen Bogen und töte hunderte Feinde, die dein Dorf zerstören wollen. Elven Assassin ist sowohl im Singleplayer als auch im Online-Multiplayer spielbar. Verteidige dein Dorf alleine im Singleplayer oder im Online-Multiplayer kooperativ mit deinen Freunden. Platz 5. Vader Immortal. Ein neues Star Wars Erlebnis, in dem du in Darth Vaders Schloss reist. Der Entwickler verspricht eine immersive Erfahrung, in der die Spieler dem dunklen Lord persönlich begegnen. Platz 4. Super Hot VR. Die Zeit vergeht nur, wenn der Spieler sich bewegt. Unter dieser Voraussetzung muss man in Super Hot VR den Weg aus nahezu auswegslosen Situationen finden, in denen sich eine Vielzahl an roten Polygonmännchen auf den Spieler stürzen. Platz 3. Drunken Bar Fight. Der Entwickler beschreibt Drunken Bar Fight als einfaches, immersives, dummes Prügelspiel. Genau das kann ich so bestätigen. Ihr geht in eine Bar und fangt dort ohne Grund eine Schlägerei an. Verschiedene Charaktere werden sich zur Wehr setzen und ihr habt die Möglichkeit, die herumliegenden Items, die es so in einer Bar gibt, für eure Kampfzwecke zu nutzen. Platz 2. Real VR Fishing. Real VR Fishing ist eine sehr realistische und gleichzeitig entspannende Angel-Experience. Du kannst in schönen Umgebungen angeln und deine Fische entweder verkaufen und dafür Geld verdienen für weitere Items oder sie sammeln und in einem Aquarium in deinem Zuhause lagern. Durch das Erreichen von Zielen kannst du neue Angelorte freischalten und somit die Vielfalt des Spiels vergrößern. Diese Woche auf Platz 1. Beat Saber. Beat Saber verkaufte sich 1 Million Mal in weniger als einem Jahr auf kabelgebundenen Headsets. Zerschneide im Rhythmus der Musik blaue und rote Blöcke mit deinem Lichtschwert. Real VR Fishing direkt ganz weit oben eingestiegen. Sehr, sehr schön, aber Beat Saber vom Thron konnte es trotzdem nicht schubsen. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass Drunken Bar Fight so hoch eingestiegen ist. Ich denke, viele Leute verbinden mit dieser App eine Erwartung, die einfach nicht erfüllt wird. Ja? Schreibt mir mal eure Meinung zu diesen Top 10 in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Däumchen oben da. Ich wünsche euch jetzt eine schöne VR-Woche
Macht's gut und bis Denver.